Hauptsächlich werden die Lehrlinge in der CNC-Bearbeitung eingesetzt, das heißt in der mechanischen Fertigung. Und dort werden wir angelernt bezüglich der CNC-Technik, der Steuerungstechnik, wie so eine Maschine arbeitet, wie sie programmiert wird und was sie am Ende alles macht. Ich bin Marco Kupkisch, bin im vierten Ausbildungsjahr und mache eine Ausbildung zum Industriemechaniker bei der Firma Bitzer. Also die Jugendlichen lernen natürlich in dem Beruf Industriemechaniker in entsprechender Genauigkeit auch zu arbeiten. Und von unseren Produkten her, Kälteverdichter, werden natürlich Bearbeitungsgenauigkeiten verlangt. Da geht es in den Tausendstelbereich rein. Das Verhältnis zwischen dem Auszubildenden und dem Lehrmeister ist ausgezeichnet. Er bringt uns das so bei, dass man das verständlich umsetzen kann. Wir haben eigentlich ständig Kontakt hier in der Ausbildung miteinander. Es werden fast alle Ausbildungsprozesse bewertet, wo die fachlichen, die berufsrelevanten und die Verhaltensweisen zur Ansprache kommen. Unsere Ausbilder, haben Sie feststellen können, sind up to date. Ansonsten hätten wir nicht immer wieder die guten Ergebnisse bei unseren Auszubildenden. Unser Sinn der Ausbildung ist eine der, die Eigenrekrutierung für den späteren Fachnachwuchs hier im Haus auszubilden. Wir haben bisher allen Azubis einen festen Arbeitsvertrag übergeben können und der überwiegende Teil ist auch heute noch im Hause beschäftigt. Gemeinsame Freude ist eine Stieffreude, die Arbeit stark intensiv an jungen Menschen umgesetzt zu haben. Stolz und Freude. Mein größter Traum wäre es, mal zu sagen, ich bin der Meister. Ich kann eine Abteilung selber leiten und das wäre so mein Interesse.